Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was es mit diesen Teilen hier auf sich hat. Erste Frage, was ist das überhaupt? Wir sehen, das ist ein Konstrukt, das besteht aus zwei Kleiderbügeln und mehreren Lüftern. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera. Die Idee dahinter ist, wenn man die Lüfter in Betrieb nimmt und ein Kleidungsstück drüber hängt, wird frische Luft in das Kleidungsstück hineingepustet. Und wenn das jetzt ein Kleidungsstück ist, was gerade aus der Wäsche kommt, dass es dann schneller trocknet. Generell bei T-Shirts oder sowas ist es normalerweise nicht das Problem, aber bei Fursuits, das ist das, was ich gerade trage, kann es schon durchaus sinnvoll sein, den Trocknungsprozess zu beschleunigen, um zu vermeiden, dass sich unangenehme Gerüche oder mikrobakterielle Sachen im Fursuit bilden. Nun könnte man die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, frische Luft in ein Kleidungsstück zu pusten oder trocknet das genauso schnell, wenn ich das lasse? Und genau das ist die Frage, die wir jetzt in diesem Video klären werden. Wir schauen uns mehrere Typen von Kleiderbügeln an. Normale Kleiderbügel, so ein Kleiderbügel und so ein Kleiderbügel mit einem extremen Lüfter. Ich mache eine Messreihe dazu und am Ende werden wir vergleichen und schauen, was davon am meisten Trocknungseffekt verursacht. So, hier sehen wir auch schon unsere Testkandidaten. Nummer 1, ein ganz normaler Kleiderbügel. Nummer 2 ist schon einer von unseren Lüfterkleiderbügeln. Allerdings werde ich die nicht einschalten, damit wir einen Vergleichswert haben, was passiert, wenn wir die uneingeschaltet betreiben. Kleine Anmerkung noch dazu. Ich würde es nicht raten, die uneingeschaltet zu benutzen, weil aus dem Kleidungsstück höchstwahrscheinlich feuchte Luft nach oben in die Lüfter steigen wird und ihn eventuell beschädigen kann. Daher, wenn er die benutzt, sorgt eigentlich dafür, dass die ständig drehen. Das ist mein Tipp dazu. So, Nummer 3 wird in Betrieb sein. Da sind ganz normale 4 Euro Gehäuselüfter für PCs drin, 80 mm. Nummer 4 ist nochmal dasselbe, allerdings ein Markenprodukt von Noctua. Und Nummer 5 ist ein Extremlüfter, sage ich mal. Der hat die dreifache Drehzahl wie die normalen Gehäuselüfter und wird dementsprechend dreimal so viel Luft dort reinpusten. Tendenziell ist meine Hypothese, dass es hier am langsamsten trocknet, hier ein wenig schneller und natürlich mit der meisten Luftmenge am krassesten. Ob das nun wirklich so ist, werden wir dann in verschiedenen Messwerten miteinander abgleichen und beweisen können. Oder vielleicht auch widerlegen, wer weiß. Damit das am Ende ein vergleichbares Ergebnis gibt, muss ich natürlich vergleichbare Kleidung darauf trocknen. Deswegen habe ich mir hier 5 T-Shirts so rausgesucht. Alle schwarz und aus Baumwolle und die werden dann über diese 5 Kleiderbügel drüber gehangen und wir schauen uns an, ob es einen Unterschied macht oder nicht. Dazu werden wir die Kleidung erst komplett mit Wasser durchtränken, anschließend auf die Kleiderbügel hängen und danach wiegen, wie viel sie getrocknet sind. Das ganze Experiment ist für einen Zeitraum von 3 Stunden angelegt und ich werde alle 20 Minuten die Kleidung samt Kleiderbügel messen. Ich werde die nur abhängen und nicht weiter berühren, ich werde es auch nicht ausbringen oder sowas, einfach nur, um das Messergebnis nicht zu arg zu verfälschen. Wir haben ja schon Faktoren, die das wahrscheinlich beeinflussen werden, wie zum Beispiel das Wetter oder allein der Faktor, dass die sich eventuell gegenseitig beschatten. Ja, aber dennoch denke ich, dass wir mit der Art Aufbau irgendwo ein vergleichbares Ergebnis raus haben oder vielleicht kommt auch raus, dass es gar keinen Unterschied macht, Luft in Kleidung reinzupusten. Das sehen wir dann. So, kommen wir also zum nächsten Schritt und weichen diese T-Shirts ein. Nummer 1 liegt schon in der Wanne. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. So, das muss jetzt alles ordentlich durchweichen. Ja, dann mache ich mir auch die Pfoten ein wenig nass. Ist nicht so wild. Die trocknen auch wieder. Ja, und wenn das alles ordentlich eingeweicht ist, werden wir es auf die Kleiderbügel hängen und nochmal wiegen. So, damit ihr seht, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht, bin ich jetzt mal nach draußen gegangen. Die T-Shirts sind jetzt eingeweicht und aufgehängt, allerdings sind die Lüfter auch noch nicht an. Weil jetzt mache ich erstmal die allererste Messung, bevor es überhaupt losgeht. Wir können nochmal die äußeren Umstände beleuchten. Wir haben heute einen recht wechselhaften Tag, sehr viel Wind. Eigentlich perfektes Wetter zum Wäsche und Fursuits waschen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute die Aufnahme mache. Jetzt nehmen wir hier also diesen
das erste Messstück und gehen damit nach drin. So. Ups. Hier ist meine kleine Messstation. Wie wir sehen, Waage. Ich hoffe, man erkennt die auf dem Bild. Dann stellen wir mal die Wanne hier drauf. Drücken auf Tara. Und dann können wir das T-Shirt hier reinlegen. Dann sehen wir, es hat 0,653 Kilogramm Gewicht. Hier habe ich meine Messtabelle, mein Messprotokoll. Und dann trage ich hier ein 0,685. Ihr seht, habe ich das ohne Flusstütchen gemacht. Aber fürs Video machen wir es jetzt mit. Und das wiederholen wir jetzt bei jedem Stück. Und am Ende haben wir dann eine schöne Auflistung an Gewichten. Ich werde euch nicht für jede Messung mitnehmen. Aber ihr wartet jetzt mal kurz hier. Und ich hole den Rest. Wie man übrigens ganz gut sieht, hat das Teil jetzt schon 16 Gramm Wasser in der Wanne hinterlassen. Ist halt so. Das sind so die Messungenauigkeiten, die sich hier einschleichen werden. Das zweite Teil wiegt 1,228 Kilo. 1,228. Das dritte wiegt 1,085. Wichtig ist, dass man die Ergebnisse dann auch lesen kann, wenn man damit fertig ist. 1,191. Und das letzte Stück wiegt 1,171. 1,171. Was man jetzt hier auch schon ablesen können, ist, dass jedes T-Shirt etwa 400 bis 500 Gramm Wasser aufnimmt. Das eine bloß 300 Gramm aus irgendeinem Grund. Aber ja, ich denke mal, so ein halbes Kilo Wasser ist jetzt in jedem T-Shirt drin und das gilt es jetzt rauszupusten. Oder auch nicht. So, wie man vielleicht schon hört, tut sich hier was. Die Lüfter sind jetzt eingeschalten und das Experiment beginnt jetzt, wenn man so will. Ich habe natürlich schon vorher begonnen, aber jetzt läuft die Zeit und jetzt werde ich alle 20 Minuten eine Messung machen. Und mal sehen, hier mein Handy das misst. Und dort sind die Lüfter. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher ran. Könnte vielleicht ein bisschen laut auf dem Video sein, aber wir schauen mal. Und da könnt ihr sehen, welche Lüfter drehen und welche nicht. Das ist der Powerlüfter. Hier sind die Nanoxia-Lüfter, die eigentlich von Noctua sind und ich verspreche mich immer. Und das sind die ganz normalen 4 Euro Gehäuselüfter. Die Lüfter hier oben sind nicht angeschalten. Und bei dem T-Shirt natürlich auch nicht. Also dann sehen wir uns in einer Stunde bei der nächsten Vergleichsmessung. Ich werde jetzt zwischendrin noch Messungen machen, da nehme ich euch aber nicht mit, weil sonst würde das Video einfach viel zu lang werden. So, die erste Stunde ist rum. Also machen wir mal die nächste Messung. Die Probe 1 hat 0,487. Zack. Probe 2 hat 1,056. Probe 3 hat 0,886. Probe 4 hat 0,982. Und der letzte. Der sieht tatsächlich schon ziemlich trocken aus. Der hat 0,908 so rum. Und na, dann mal schauen, dann sind da noch 70 Gramm Wasser drin, etwa 74, verglichen mit dem Trockengewicht. Nee, ah, da habe ich mich vertan. 100, nee doch, 70, 74 Gramm Wasser sind noch drin. Deswegen sage ich, fühlt sich schon sehr trocken an.
Und da werden wir mal sehen, wie es in 2 Stunden aussieht. Seht ihr dann nach dem Schnitt. Der kommt wieder auf die Leine. So, wie wir sehen, sind die nächsten 2 Stunden rum. Also nicht die nächste Stunde ist rum. Und dann werden wir jetzt die nächsten Messungen machen. So, wir sind hier bei 0,405. Also hier sind noch gut 130 Gramm Wasser im T-Shirt. Hier sind wir bei 0,940, 0,764. Bei den Noctua-Kühlern 0,856. Und bei AlphaCool 0,8. 3,7. So, was können wir hier schon raus ableiten? Der Powerlüfter von AlphaCool hat nur noch 3 Gramm Wasser drin. Ich weiß, es ist schlecht geschrieben, aber der ist so gut wie trocken. Ich werde ihn trotzdem noch anschließen für die letzte Stunde und mal schauen, ob sich noch irgendwas tut, ob die 3 Gramm noch weggehen oder ob das eine Messungenauigkeit ist. Hier sehen wir ganz stark, dass immer noch ein Restwasser drin ist und jetzt können wir noch mal uns den Noctua-Kühler angucken. Da sind noch 40 Gramm Wasser drin. 41, wenn ganz genau ist. Und naja, der braucht noch ein bisschen. So, hier sind unsere Ergebnisse. Wie wir sehen, ist der stärkste Lüfter schon seit gut einer Stunde locker trocken. Die anderen beiden Betriebenen sind auch trocken. Und in den unbelüfteten ist noch ein bisschen Wasser drin. Es ergibt sich ja aus der Differenz. Ich werde wahrscheinlich euch hier noch eine Grafik einblenden, wie der Trocknungsprozess so gelaufen ist. Aber wir können schon mal festhalten, dass es sich lohnt, Luft in Kleidungsstücke zu pusten. Wenn es bei einem kleinen Kleidungsstück wie bei einem T-Shirt gut funktioniert, kann man davon ausgehen, dass es bei einem schweren Kleidungsstück wie einem Fursuit, der locker mal 2 bis 4 Liter Wasser aufnehmen kann, noch viel besser funktionieren wird. Daher würde ich sagen, es ist schon sinnvoll, dass man sich diese Kleiderlüfterbügel besorgt. Und was wir mit dem Experiment auch ganz gut gezeigt haben, ist, viel Luft hilft viel. Ja, dann hoffe ich, das hat euch soweit gefallen. Und ich konnte ein paar Fragen bei euch beantworten. Lasst mir gerne ein paar Kommentare oder Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch Fragen in den Kommentaren stellen. Ich werde mein Möglichstes tun, die zu beantworten. Und im nächsten Video werden wir uns mal angucken, wie man sonst tut. Eigentlich wäscht. Dann sehen wir diese Kleiderbügellüfter auch wieder. Ja, bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und macht's gut.